Baby ist momentan alles okay. Okay. Aber wir wollen ja das Glück nicht überstrapazieren. Ja, aber tanzen geht ja noch, oder? Setz dich noch einmal einen Moment. Okay. Ich sag's Ihnen jetzt, wie's ist. Leider ist jetzt Schluss mit dem Rumgehübbe. Lege sich lieber mal ins Bett und lasse ich von dem Freund schön das Tee kochen. Das geht nicht. Ich habe in ein paar Wochen Premiere, ich kann jetzt keine Pause machen. Ich sag's Ihnen noch mal ganz deutlich jetzt, junge Frau. Wenn Sie so weitermachen, gefährden Sie nicht nur Ihre Gesundheit, sondern auch die Gesundheit von Ihrem Baby. Aber es gibt doch auch noch andere Optionen, oder? Reden Sie erst mal mit dem Vater. Prost. Prost. Meine Profitänzerin. Warte kurz. Was ist das? Willst du mich verarschen? Hey. Hey, was ist denn? Stimmt was nicht? Ist nicht so schlimm. Ich habe nur ein bisschen beim Training geblutet, aber das kennen wir ja. Was heißt hier nicht so schlimm? Du bist schwanger. Natürlich ist das schlimm. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das Kind will. Ist es das Ballett? Es ist das Ballett, oder? Du machst schon dein Leben dafür kaputt, aber jetzt nicht bitte auch noch das von unserem Baby. Hm, klar. Mal wieder ist das böse Ballett schuld, oder was? Wenn du der Meinung bist, deinen Körper kaputt zu machen, ist es dein Ding. Ich sag nichts mehr. Ich sag schon lange nichts mehr. Wenn es um dein Essen geht, wenn du viel zu wenig isst, wenn du den ganzen Tag im Studio bist, wenn du dich überarbeitest. Du hast einfach keine Ahnung, wie das ist, wenn man so auf einen Moment hinarbeitet. Nein, hab ich nicht. Woher auch? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du mit Freddy im Studio bist den ganzen Niemand Tag. Niemand verlangt das von dir. Und Freddy teilt diese Leidenschaft mit dir. Der weiß genau, wie das ist, auf der Bühne zu stehen. Und dann gibt's nur mehr noch dich und den Tanz und dann vergisst du alles um dich herum. Und dann kannst du dich endlich freitanzen, wenn das Adrenalin... Du brauchst das nicht. Ich bin doch hier zu Hause. Ich sorg für uns. Du musst sie nicht kaputt machen. Was redest du da? Hörst du dir überhaupt zu? Du checkst es einfach nicht. Hör auf, mir Vorwürfe zu machen. Es ist meine Entscheidung, ob ich dieses Kind will oder nicht. Und nicht deine. Ja, es ist deine Entscheidung. Aber es ist unser Baby. Und hier die wunderschöne Juna Wagner beim Aufwärmen. Mann, Freddy, reiß dich mal zusammen. Wieso? Hat's dir nicht gefallen das letzte Mal? So, Ladies, noch 4 Wochen bis zur Premiere. Haare. Und 5, 6, 7, 8. Arm.
und hoch, Haltung, strecken. Nochmal von vorne, nochmal und. Ihr müsst euch mehr anstrengen, ein bisschen mehr, nochmal. Und Haltung. Wieder zu spät, nochmal. Das reicht mir nicht, okay? Nochmal. Stopp, nochmal auf Anfang und Haltung. Und Juna, Bauch rein. Ich sehe dein Frühstück. Stopp! Kurze Pause für alle. Juna, was war das denn gerade? Es geht dir nichts an. In meinem Ballettsaal geht mich alles etwas an. Juna, warte! Juna. Die Premiere ist in wenigen Wochen. Darauf haben wir die ganze Zeit hingearbeitet. Wir sind so kurz vor dem Ziel, Süße. Aber so kurz vor unserem Durchbruch haben deine Probleme hier keinen Platz. Unsere? Ich habe das Solo durch meine harte Arbeit bekommen. Mein Schatz, du wärst ohne mich nicht da, wo du heute bist, ja? Natürlich. Ich weiß wirklich nicht, wie du dir das vorstellst. Mit der Leistung? Du musst mehr arbeiten, du musst mehr trainieren. Das reicht nicht. Hör auf jetzt. Ich bin nie gut genug für dich. Ich bin nicht elegant genug, ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht ehrgeizig genug, ich trainiere nicht hart genug. Für mich gibt es nichts anderes, seit ich klein bin, als das Ballett. Kannst du nicht einmal stolz auf mich sein, Mama? Ich will doch nur das Beste für dich. Aber jetzt dieses Kind? Wirklich? Ich wusste nicht mal, dass du es mit Marc so ernst meinst. Aber du behältst es jetzt nicht ihm zuliebe, oder? Juna, mach doch nicht den gleichen Fehler wie ich. In ein paar Jahren wirst du es bereuen, das sag ich dir. Marc hatte recht. Was? Marc hatte vollkommen recht. Wo willst du hin? Das Training ist noch nicht vorbei. Du merkst es nicht, oder? Das ist doch krank. Mach's allein. Das nie getraut, dir irgendwie zu sagen, aber sowas habe ich mir schon lange für dich gewünscht. Und wenn die Kleine dann erstmal da ist, dann kannst du bestimmt auch klein wieder anfangen zu tanzen. Es wird sich so viel ändern. Es wird die spannendste Zeit in unserem Leben. Es wird nichts mehr so sein wie vorher. Ich kümmere mich um euch und dann machen wir das richtig schön. Vielleicht ist es noch komisch, weil du die Zeit hast, irgendwie die Zeit hast, aber ich bin noch klein, ich weiß nicht, ich bin noch genau und ich kann nicht so gut machen.